Hallo, ich bin's nochmal. Ich wollte kurz zeigen, es sind heute von All Create schon mal Halloween-Stempel gekommen. Einmal die. Und das hat mich jetzt dazu verleitet, noch eine Karte zu machen für Halloween. Mal was anderes. Probieren wir jetzt aus. Ich hoffe, dass was wird. Aber nicht mit den Stempeln von All Create, sondern ich nehme jetzt Lavinia. So. Mein Hund liegt hinter mir und dreht sich. Ich sitze jetzt nur noch auf der Kante. Irgendwann haut es mich runter, ist aber wurscht. So, machen wir mal den Hintergrund. Wasser. Ich nehme natürlich, wie immer, meine Mixed Media Karte. Ein bisschen Wasser. Verteilt. Ich weiß, ich hätte jetzt wieder meine Kiste nehmen können, aber nachdem hier mein Hund hinter mir liegt, kann ich mich fast nicht drehen. Ein bisschen rundherum. Im Eck fehlt noch was. Das schon mal weg. Gehen da am Rand entlang. Ein bisschen die Farbe wegtun. Gibt auch schöne Effekte, wenn Feuchttuch drüber geht. Und jetzt tun wir noch ganz wenig von dem Mystic drüber, das ein bisschen glänzt. Nehme ich jetzt das hintere Teil, wenn es denn mag. Im Hintergrund hört er meinen Sohn. So. Müsste langen. Auch wieder ganz leicht Wasser. Ich dachte, der Hund ist das mit dem komischen Geräusch. Ein bisschen Pink dazu. Vielleicht noch in die Mitte, wenn man davon was sieht. Wieder rüberlaufen. Was sagen oben noch ein Stück? Ah, ist es schön, hier auf der Kante zu sitzen. So. Dass wir ein bisschen Glitzer auch haben. Und noch oben. Auf der Oberseite da. Yep. Und unten. Vielleicht noch ein bisschen. Ein bisschen von verteilen. Ich würde dann jetzt im nassen Zustand so ausschauen. Wird es ganz kurz laut, wenn ich überhaupt hinkomme? Ja. Föhn braucht.
muss halt wirklich trocken sein, wenn ihr jetzt das stempelt. Deswegen hat es ein bisschen länger gedauert jetzt, dass trocken wird. Ich hoffe, dass man sieht, das ist ein bisschen pink. Okay. So. Nehme ich wie immer meine Stempelhilfe. Aha. Was macht sie jetzt? Jetzt dreht sie sich. Jetzt da wieder festkleben. Nicht verrugelt. Und kann ich dir irgendwie helfen? Bitteschön. Hier, dass du auch was siehst. Gut so. Da oben ist die Kamera. Hast du jetzt alles gesehen? Ja? Dann ist gut. So, brauchst doch nicht die ganze Zeit um mich rum. So, nehmen wir die Hexe von Lavinia. Leg ich mir jetzt hier an. Ja. Jetzt hier so machen. Dann haben wir ja noch den Topf. Stellen wir dann da auch gleich dazu. Drücken wir uns das fest. Und ich nehme jetzt so ein Embossing-Stempelkissen und gehe jetzt da über den Stempel. Schauen wir mal, ob es auch genug ist. Dadurch, dass es durchsichtig ist, sieht man es nicht so gut. Nochmal drüber, auch schön dick drauf ist, dann würde ich das jetzt anstempeln. Einmal hoch, holen wir uns das raus, stell die Stempelhilfe weg. Lege ich mir so ein bisschen Papier unten drunter, mir das noch mal zurechtbiegen, nehme mir einen Pinsel und dann benutze ich meine Pan-Pastell und die sind so ein bisschen schwarz glitter. Gehe ich mit dem Pinsel so ein bisschen rein, hole mir da das raus. Dann gehe ich über meine Karte, wo ich gerade gestempelt habe. Und verteile mir das. Kann man das abtupfen ein bisschen. Überreste, zu viel sind da gleich aufs Papier. Und da sehe ich, dass der Topf nicht ganz gestempelt hat, war ich nicht ordentlich genug. Das male ich mir jetzt schnell nach. Vollständig. Wenn wir mal drüber gehen, auch alles gleich ist und glänzt. So, den Pinsel sauber. Das noch den Rest abklopfen.
die Karte fixiert ihr dann am Schluss, wenn ihr fertig seid, mit Haarspray. Würde jetzt mal so ausschauen. Ups. Ich hoffe, dass man was sieht. Und dann klauen wir uns bei All Create die Fledermäuse schnell. Wenn jetzt keine anderen da hat, nehmen wir uns die. Auf dem Stempelblock. Bisschen so quer fliegen lassen. So. Und dann nehmen wir wieder unser Embossing-Stempelkissen. Ich habe da hinten noch die Sterne drauf. Also nicht erschrecken. Eine Fledermäuse. Hier stempeln. So ein bisschen nach oben. Und hier noch hin. Tun wir dann gleich aufräumen. Deckel schnell auf Stempelkissen. Und dann brauchen wir noch mal ein bisschen von der Schwarz. Für die Fledermäuse, dass das alles ein bisschen einheitlich ist. Ja, wieder in unsere Pastell. Gehen da drüber, wo wir die Fledermäuse gestempelt haben. Vergessen haben. Nee. Können wir das zumachen. Wieder ein bisschen wegmachen. Hätten wir schon mal eine Halloween. Ich hoffe, dass man sieht. Karte. Und dann könnte man jetzt hier, wo sie ja ihren Pott hat, noch so ein bisschen wartet. Da würde ich jetzt zum Beispiel die Aquarellfarbe hernehmen. Wenn es denn rauskommt, ja. Würde ich jetzt hier so ein bisschen die Flämmchen machen und das Kochende. Da oben noch ein bisschen dicker. Hier so ein paar Pünktchen, weil spritzt ja aus dem Topf raus. Ordentlich ein bisschen. Habt ihr das? Den Topf. Und dann könnte man jetzt sagen, okay, die Hexe muss ja noch irgendwo stehen. Machen
so einen kleinen Weg wieder, wie ihr das Gummi schon kennt. Die andere Hälfte weg. Jetzt hier so hinlegen. Aber erst meinen richtigen Pinsel erwischen. Und nachdem ich ja vorhin mit Graphit gemacht hatte von Lavinia, machen wir jetzt auch mit derselben Farbe da unten so ein kleines Wägelchen hin. Okay. Gehen wir da so drüber. Unterstreichen, etwas Kontrast dann haben. Und somit hättet ihr eine Halloween-Karte. Könnt ihr dann noch euch zuschneiden, wie ihr es wollt, als Cardstock draufkleben. Da vielleicht noch eine Schrift mit Happy Halloween oder Buhu oder sonst irgendwas. Und dann habt ihr eine schöne glitzernde Karte mit gar nicht viel Sachen. So, das war das, was ich zu Halloween schnell zeigen wollte. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wünschen wir euch noch einen schönen